sich immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, dass Fußball was Schönes ist und Spaß macht, trotz dem Druck, den man hat, trotz dem Erfolgsdruck, trotz der Punkte, die man erzielen muss, ist es was Schönes, was wir machen dürfen. Es muss einem immer wieder bewusst sein und dann kommt der Spaß von ganz alleine. Also es ist nicht so, dass man da bewusst immer nur Spaß und Freude schüren muss, sondern man muss einfach selbstständig einfach auf den Platz gehen und sich immer wieder sagen, dass es was Tolles ist, auch wenn wir Druck haben. Und wenn man das macht, dann kommt der Spaß, wie man jetzt aktuell sieht, auch von ganz alleine. Ja, ich glaube, man muss sich daran gewöhnen, dass in der Bundesliga Fehler schneller bestraft werden. Das tut einem als Trainer sehr, sehr weh. Im Jugendbereich gibt es einfach Situationen, wo aus Fehlern nicht gleich Tore resultieren. Und das ist in der Bundesliga, gerade im hinteren Drittel, wenn man dann Fehler macht, meistens sofort ein Gegentor. Und daran muss man sich auch ein bisschen in der Herangehensweise, was das Risiko angeht, im Verteidigen daran gewöhnen als Trainer, dass man einfach da ein bisschen mehr auf Torsicherung aus ist als vielleicht im Jugendbereich, weil Fehler einfach extremer bestraft werden. Im Prinzip, wenn das Spiel dann losgeht, ähnlich wie auch in einem Jugendspiel, man fokussiert sich auf die Spieler, die auf dem Feld sind, auf den Ball, das Drumherum versucht man ein bisschen auszublenden, sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Aber es ist natürlich eine tolle Sache, ein Privileg, da arbeiten zu dürfen. Ja, unter dem einerseits Druck, aber den will man ja auch, man möchte, dass es um was geht. Das haben wir uns alle mal ausgesucht, als wir den Job gewählt haben. Dazu dann die Fangesänge, das sind das Woche für Woche natürlich ein tolles Erlebnis. Ja, es gibt wenig Phasen, wo ich Ruhe habe, keine Frage. Ich muss die Mannschaft natürlich Woche für Woche vorbereiten. Bin viel auf dem Trainingsplatz mit meinem Trainerteam. Dazu kommt die Prüfungsphase im Fußballlehrer, wo ich auch die eine oder andere Vorbereitungszeit brauche, um einfach gute Ergebnisse zu erzielen. Da ist es gut, dass der Verein mir ein bisschen den Rücken frei hält, was die mediale Seite angeht. Dass ich da einfach wenig Interviews gebe zurzeit und einfach die Ausbildung über die Bühne zu kriegen und auch parallel die wichtigen Job Bundesliga-Trainer erfolgreich zu gestalten.